Ein Bus in der Werbetafel, ein Paraglider, der in der Baumkrone hängt und ein LKW im Schlamm. Im heutigen Polizeireport landen alle neben dem Ziel. Der Fahrer dieses Reisebusses hatte es eilig, zum Mittagessen zu kommen. Ohne die Handbremse zu ziehen, macht er sich auf den Weg in seine Pause. Gegen 16.30 Uhr machte sich in der Giesbergstraße ein dort abgestellter Bus selbstständig. Das Fahrzeug ist dann über die vierspurige Wolfhager Straße gerollt und im weiteren Verlauf in eine Werbetafel, im Prinzip eingeschlagen, muss man fast sagen, hat dann einen Zaun durchbrochen und ist auf dem Grundstück dort zum Stehen gekommen. Als der Fahrer schließlich von seiner Pause zurückkommt, erwartet ihn schon die Polizei mit einigen Fragen und einem Bußgeldbescheid. Es war so, dass er unmittelbar nach dem Unfall dann auch vor Ort war. Es ist auch so, dass die Kollegen dann ihn im Prinzip direkt mit dem Verstoß konfrontieren konnten, dass er sein Fahrzeug nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert hat. Er hat das dann auch soweit eingeräumt. Die Liste der Schäden bleibt überschaubar. Nur die Werbetafel und ein Stromkasten wurden beschädigt. Bei dem Verkehr ein echtes Wunder. Wenn man mal betrachtet, dass der Bus über eine vierspurige Hauptverkehrsstraße hier in Kassel quer drüber gefahren ist und das unbemannt, dann kann man eigentlich schon von Glück reden, dass da zu dieser Zeit keine Fahrzeuge kamen. Fliegen kann so schön sein. Es sei denn, man landet wie dieser unglückliche Gleitschirmflieger in einer Baumkrone. Das Einsatzstichwort war Paraglider im Baum droht abzustürzen. So war die Meldung und bestätigt hat sich nicht, dass er absturzgefährdet war. Er konnte sich einigermaßen selbst sichern. Wir haben dann weitere Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Wie es zu dem Absturz kam, ist bisher unklar. Sein Ausblick vom Baum kann sich jedenfalls sehen lassen. Vielleicht ist es ein Flugfehler gewesen, vielleicht hat der Wind gedreht. Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Die Rettung entwickelt sich zu einer Hängepartie. Mehr als 3 Stunden hing der Paraglider bereits fest. Erst als die Rettungskräfte in die Höhe steigen, gibt es Hoffnung. Zusammen mit der Feuerwehr Fulda und Einsatzkräften von uns konnten wir ihn dann mittels der Drehleiter gesichert zum Boden bringen. Am Abend endet die Rettung durch die Feuerwehr erfolgreich. Der Gleitschirmflieger hat die Landung in der Baumkrone heil überstanden. Wer sich zu sehr auf sein Navi verlässt, der kann auch mal im Schlamm liegen bleiben. So wie dieser LKW-Fahrer aus Siegburg. Mitten im Wald bleibt er mit seinem 40-Tonner stecken. Wir sind also angerufen worden gegen 10 Uhr. Wir sollten rüberkommen. Der LKW-Fahrer ist gefahren auf der einen Weg, wo nicht geeignet ist wie dem Fahrzeug. Der LKW hatte wenig Halt und drohte den Hang hinunter in den Bach zu stürzen. Wir haben dann als Feuerwehr das Fahrzeug mit Unterstützung eines hinzugerufenen Baggers gesichert, zunächst erstmal, sodass es nicht weiter abrutschen konnte. Und haben dann nach verschiedenen Versuchen uns dazu entschieden, das Fahrzeug mit Lufthebern, pneumatischen Hebekissen anzuheben. Was einfach klingt, ist in Wirklichkeit eine Bergung, die höchste Vorsicht erfordert. Der LKW ist voll beladen und drückt mit voller Kraft in die falsche Richtung. So ganz ungefährlich war es nicht an dieser Stelle, aber das gehört letzten Endes zu unserem Job und für die ehrenamtlichen Kameraden zu deren Hobby auch mit dazu, dass immer ein gewisses Potenzial an Gefahr bleibt. Ein Kraftakt und nach diesem Einsatz auch ein wohlverdienter Feierabend für die Feuerwehr. Wir waren seit 21.17 Uhr bis, 4 Uhr, oder 4 unterwegs und jetzt haben wir uns unsere Nachtruhe verdient. Dem Fahrer ist glücklicherweise nichts passiert.